Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr euch reinklickt. Ich habe heute die Top 5 meiner absoluten Lieblingsmascara für euch. Und wir verlieren keine Zeit und legen los. Fangen wir an mit einem Mascara von Alverde. Nothing But Volume heißt er. Und das hat mich am Regal schon gleich angefixt, weil ich dachte, okay, Volumen für die Wimpern ist bei mir immer gut. Denn ich habe doch sehr helle und auch so mittelkurze Wimpern. Damit kann man natürlich ohne Mascara rausgehen, aber ich unterstreiche natürlich die Wimpern gerne, wie so viele Frauen mit schwarzem Mascara. Und der Mascara muss ich natürlich ordentlich auftragen lassen. Dabei helfen mir immer so mittelgroße bis große Bürsten. Mit diesen Bürsten komme ich einfach am besten klar. Und ich schaue auch oft beim Kauf, ob die Bürste so mittelgroß bis doch etwas größer und dicker ist. Wenn ich den Mascara aufschraube und verwende, dann streiche ich den immer gut ab, weil er ist doch einer von der feuchteren Sorte. Und dann trage ich den auf und mir ist aufgefallen, dass ich den nie so ganz oft auftrage. Ich mache so 1, 2, 3, 4 und dann war es das auch und dann gehe ich gleich schon zur anderen Seite, weil dadurch, dass er recht feucht ist, besteht die Gefahr, dass er doch schmiert, aber das bekommt man so ganz gut raus und ich finde das Endergebnis einfach sehr schön. Volumen gibt er auf jeden Fall, er hat ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis, was ich auch wichtig finde, weil nicht immer möchte man ja auch gerne für Wimperntusche so viel Geld ausgeben. Er ist nicht wasserfest, wie kein Mascara im Naturkosmetikbereich, also wenn es regnet, schnell Schirm auf, unterstellen oder das Weite suchen. Ich habe ihn auch eine längere Zeit verwendet und habe ihn an den Augen gut vertragen und ich finde, er gibt ein ganz tolles Ergebnis und ist eine perfekte Abrundung für das Augen-Make-up. Als nächstes kommt ein Mascara von Benecos und zwar der Natural Mascara Maximum Volume. Und ihr merkt schon, Volumen ist bei mir ein Riesenthema, auch in Schwarz. Und der hat eine wunderbar kleinere Bürste, womit man wunderbar wirklich die Wimpern tuschen kann, ohne rumzuschmoddern. Vielen von euch geht es bestimmt genauso. Man hat ein schönes Augen-Make-up gezaubert, ist zufrieden mit der Verblendung des Lidschattens. Und dann möchte man jetzt Mascara auftragen und dann ist man schnell dabei und schmoddert irgendwie rum. Und das passiert natürlich manchmal, wenn der Mascara zu feucht ist oder wenn einfach die Bürste zu groß ist, man zu viel Schwung hat oder einfach einen schlechten Tag. Diese Bürste hier ist einfach etwas schmaler und auch die Wimpern unten lassen sich einfach viel leichter tuschen. Ich verwende den Mascara meistens als Zweitmascara, weil ich muss zugeben, dass ich oft zwei Mascara-Sorten verwende. Und den hier verwende ich oft, um nochmal drüber zu gehen und ich bekomme damit ein tolles Ergebnis, weil er die Wimpern nochmal so ein bisschen trennt. Also wenn man erster Mascara viel Farbe raufgegeben hat und es ist ein schönes Schwarz, aber die Wimpern sind noch nicht so optimal gut getrennt, dann gehe ich noch ein, zwei, dreimal mit dem rüber und habe ein wirklich sehr schönes Ergebnis. Und auch am unteren Auge kann ich damit sehr gut hantieren. Viel sicherer als mit einem etwas größeren Mascara. Und ich finde die Größe auch auf Reisen unschlagbar. Wenn ich unterwegs bin, nehme ich meistens nur den hier mit. Der macht einen tollen Job. Das ist so ein Allrounder und schenkt den Wimpern auch ein tolles Volumen, eine tolle Farbe. Lässt sich auch optimal wieder abends runternehmen. Der ist auch von Ökotest getestet worden und hat die Note sehr gut bekommen. Mir persönlich ist das nicht so wichtig, dass alles Ökotest super ist, aber für meine Augen war der wirklich optimal. Und auch das Preis-Leistungs-Verhältnis fand ich wirklich toll. Man bekommt einen guten Mascara, relativ günstig im Naturkosmetikbereich und der hat mir sehr gut gefallen. Als nächstes ein Mascara, der mit mir seit Jahren auch schon durch dick und dünn geht. Der Lash Alert Mascara von Lili Lollo. Ich beziehe den meistens über Eco Verde, weil das ja eine Kosmetik ist, die in England hergestellt wird. Finde ich auch sehr schön, da lohnt es sich auf jeden Fall auch zu schauen. Jedenfalls lässt sich der Mascara sehr einfach auftragen. Und diesen Mascara benutze ich meistens alleine, weil er es einfach schafft, ein perfektes Volumen, eine schöne Farbe zu zaubern, die Wimpern optimal zu trennen. Der ist genau die richtige Mischung aus feucht, er gibt gut Farbe ab, aber nicht zu viel. Und das ist auch ein Mascara, mit dem man etwas länger so rumprobieren kann, mit dem man etwas länger irgendwie am Auge rumspielen kann und ausprobieren kann, ohne dass die Wimpern total verkleben, total übernässen und das Make-up nachher nicht so schön wird. Mit dem komme ich wirklich sehr gut zurecht. Da die Wimpernbürste etwas kleiner ist, kann ich auch wieder an den unteren Wimpern optimal tuschen und ich finde den einfach klasse. Ist ein tolles
voller Naturkosmetik-Mascara. Die Verträglichkeit ist bei mir sehr gut, aber da ist jeder einfach anders und man muss es einfach ausprobieren. Ich mag den halt von der Konsistenz so gerne, dass er es immer wieder in meine Kosmetiktasche schafft. Ich probiere im Mascara-Bereich immer gerne rum, aber einige haben ja auch ganz empfindliche Augen und können das gar nicht so. Eine Freundin von mir, die hat ihre zwei Mascaras, auf die sie wirklich schwört und die probiert zum Beispiel gar nicht gerne Neues, weil sie auch Kontaktlinsen trägt und einfach da kein Risiko eingehen möchte. Und ich glaube, das geht doch vielen so. An die Augen lässt man eben nicht alles. Der Preis liegt hier ungefähr bei 12, 13,95 ungefähr. Das finde ich auch noch in Ordnung. Der hält echt lange und davon hat man was. Und der ist wirklich sehr, sehr schön. Wenn man einfach einen unkomplizierten Allround-Mascara sucht, ist der genau richtig. Als nächstes kommt der Deep Darkness Mascara von Lavera und ich habe einen neuen Mascara gesucht, der wirklich ein ganz intensives Schwarz hat und den ich auch gut für den Abend verwenden kann und der die Wimpern halt so richtig schön schwarz macht und der wirklich so für abends mal richtig was raushaut, ohne vielleicht falsche Wimpern zu benutzen. Das mache ich hin und wieder auch gerne, aber wenn es ohne geht, dann finde ich das immer toll. Und ich habe so ein bisschen im Netz gestöbert und siehe da, Lavera Deep Darkness. Dachte ich gleich, das ist genau das, was ich suche und habe ihn mir schnell bestellt und ich bin sehr angetan von diesem Mascara. Lässt sich wieder toll auftragen, die Konsistenz ist hier wieder etwas feuchter, aber damit komme ich sehr gut zurecht. Der macht einen ganz tollen Schwung und umhüllt die Wimpern wirklich mit sehr viel Schwarz, doch deutlich mehr Schwarz als bei anderen Mascara-Sorten. Und genau das will man ja, einen tollen Effekt. Am unteren Auge muss ich mich mit dieser Bürste schon sehr konzentrieren, um irgendwie nicht zu verwischen. Dennoch finde ich das Endergebnis wirklich ganz toll. Und wenn man den wirklich öfter aufträgt, dann hat er so einen wirklichen schwarzen Bam-Effekt. Also sieht wirklich toll aus, gerade wenn man abends weggehen will. Sowas gab es im Naturkosmetikbereich länger nicht. In anderen Bereichen ist das gang und gäbe, Deep Black und hier ganz schwarz und ordentlich für abends so mal richtig Zauber auf die Augen. Die Verträglichkeit ist super. Ich verwende den jetzt ganz regelmäßig seit über 8 Wochen und habe damit keinerlei Probleme. Und abends lässt er sich wieder hervorragend runternehmen. Das ist der Vorteil, wenn man keinen wasserfesten Mascara verwendet. Jedenfalls sehr zufrieden. Deep Darkness Mascara darf in meiner Kosmetiktasche bleiben, muss sogar bleiben, weil abends will man ja einfach auch ein tolles Augen-Make-up haben. Und mein absoluter Lieblingsmascara ist der Volume Mascara von Dr. Hauschka. Den finde ich im Handling für mich am allerleichtesten. Er lässt sich unheimlich leicht auftragen und er trennt die einzelnen Wimpern wie kein anderer. Ich finde es wirklich sehr schön, gibt ein ganz tolles Ergebnis, weil er wirklich auch nochmal alle Härchen wirklich so rausholt. Und gerade wenn man feinere Wimpern hat, ist das ja wichtig und das möchte man ja mit einem Volume Mascara auch erreichen. Ich finde es auch schön, dass es den in mehreren Farben gibt. Ich habe den bereits in Schwarz probiert und in Anthrazit. Das fand ich beides super schön bei mir. Den gibt es auch in so einem leichten Lila-Ton, aber dazu konnte ich mich irgendwie jetzt doch nicht durchringen. Das gefällt mir, glaube ich, nicht so gut. Vielleicht tue ich es irgendwann, aber momentan finde ich Anthrazit und Schwarz wunderbar. Und auch an den kleinen unteren Wimpern habe ich da keinerlei Probleme beim Auftragen. Manchmal tue ich mich da schwer, aber mit dem hier ist es wirklich einfach. Und dieser Mascara ist für mich die beste Mischung einfach aus Alltagstauglichkeit. Ich muss nicht so viel nachdenken, es geht schnell und ich habe ein tolles Ergebnis. Ich vertrage den wunderbar. Der bleibt am Tag da, wo er sein soll und mit dem bin ich wirklich sehr, sehr happy. In den letzten Jahren habe ich viele Mascara-Sorten probiert und das sind so die, die mir wirklich am allerbesten gefallen hat. Denn wenn man ein Produkt gefunden hat, womit man happy ist, dann sollte man es festhalten und hoffen, dass es es ganz, ganz lange gibt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann teilt es mit euren Freunden, falls da noch jemand Mascara-Tipps brauchen kann. Ansonsten freue ich mich besonders auf morgen, denn morgen habe ich bereits ein neues Video für euch. Klickt euch also rein, ab 13.30 Uhr geht das online und ich wünsche euch jetzt einen tollen Tag und bis morgen. Tschüss!